Klaus Steck, die Kunst findet nicht im Saale statt. Was für ein außergewöhnlicher Titel für eine Ausstellung, werden Sie sich jetzt sicher denken, liebe Zuschauer. Aber dieser Titel trifft im Gegensatz zu vielen anderen in der Kunst ziemlich unverschlüsselt den Punkt. Eine Auswahl von 10 Motiven der politischen Plakate von Klaus Steck werden nämlich jetzt in der Stadt auf über 300 Litfaßsäulen verteilt. Das heißt, Sie brauchen nicht in ein Museum zu gehen, Sie brauchen einfach durch unsere Stadt zu laufen. Genaue Details zu dieser Ausstellung gibt es jetzt und damit hallo und herzlich willkommen zu Kiez Konkret. Ich glaube, zu Klaus Steck selbst muss man nicht viel sagen, aber lassen Sie mich auf jeden Fall erwähnen, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Wenn man zumindest meiner Generation angehört, ist man sehr früh, je nachdem, wie man sozialisiert wurde, mit den Werken, mit den Plakaten von Klaus Steck aufgewachsen, immer wieder über die 70er, 80er Jahre, 90er Jahre hin ist man ihnen begegnet, nicht zuletzt, ich habe mich dieser Tage nochmal dahingehend kundig gemacht, auf insgesamt 4 Dokumenten, wo das Werk, wo Herr Steck beteiligt war. Und der Grund, Klaus Steck vor ungefähr, ich denke, 1,5 Jahre ist es her, vielleicht auch schon 2 Jahre her, dass wir die ersten Ideen zu diesem Projekt bekommen haben, liegt sicherlich auch in meiner generellen Auffassung, dass sich die Aktivitäten einer öffentlichen Institution, sprich in diesem Falle einer musealen Institution, auf keinen Fall auf die 4 Wände zu beschränken haben nach innen, sondern dass es auch immer Aufgabe einer musealen oder einer kulturellen Institution, um es etwas weiter zu fassen, darum gehen muss, nach außen zu wirken. Und das heißt, über die 4 Wände hinaus gehört uns letztlich die gesamte Welt. Also gehen wir mit diesem Projekt nach draußen und wir haben einen alten Titel aufgegriffen, den Klaus Steck einmal verwandt hat für ein ähnliches Projekt. Und der Titel lautet, die Ausstellung findet nicht im Saale statt und damit die Kunst findet nicht im Saale statt, so dann der genaue Titel des gesamten Projektes. Es hat durchaus auch sehr viel Freude gemacht im Vorfeld aus, ich glaube, über 300 Plakaten, die über die Jahrzehnte geschaffen wurden, 10 auszuwählen. Das war nicht ganz einfach. Ich glaube, das wirst auch du bestätigen können. Wir sind dann zu einem Verfahren gekommen, Herr Steck und ich, dass jeder mal so seine Lieblinge erstmal völlig voneinander getrennt favorisiert haben. Und wir hatten dann sozusagen so und so viele Plakate in einem Topf und dann haben wir uns getroffen. Und siehe da, das hat dann nicht mehr lange gedauert. Und wir konnten uns sehr schnell auf die verständigen, wo wir beide der Meinung waren, ja, die gehören jetzt auch aktuell in den Außenraum, sprich in den urbanen Raum. Die Idee, die wir noch hatten, war die Litfaßsäule auch einmal wieder in einer Welt zu manifestieren, die, das wissen wir alle, hauptsächlich durch digitale Medien und durch digitale Medienverbreitung wirklich überhand genommen hat und dieses uralte Medium der Litfaßsäule, 1855 im Übrigen die ersten 100, die hier in Berlin aufgestellt wurden, also mit dem tatsächlich Papier als Information beklebt wurden, auch über den Werbecharakter von Plakaten wieder in einen politischen Raum zu führen, wie es ursprünglich ja auch einmal viel mehr der Fall gewesen ist und was heute sicherlich vergessen wird. Liebe Zuschauer, bei mir steht jetzt Klaus Steck. Herr Steck, bevor wir auf die Ausstellung draußen kommen, 4 Jahrzehnte ist es her, dass ein Jurastudent, oder ich weiß nicht, ob Sie schon fertig waren, auf die Idee kam, politische Satire zu machen. Wie kam es dazu? Ich war damals tatsächlich Jurastudent. Ich hatte immer das Bedürfnis, mich auch politisch mitzuteilen, sagen wir es so ganz altmodisch.
und habe dann Grafiken gemacht, alle Art kleine Ausstellungen, Galerien, aber das wurde mir dann doch bald zu eng. Und irgendwann habe ich dann mal versucht, eine Plakataktion zu starten. Musste alles selber bezahlen natürlich. Und da bot sich damals 1971 das Dürer-Jahr an. Große Veranstaltung im Nationalmuseum in Nürnberg. Und da hing auch das Porträt von Dürers Mutter, dieser verhärmten alten Frau. Und das habe ich genommen, in Siebdruck vergrößert und dazu gesetzt den Satz, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten? Also war der Versuch, mal zu testen, wie ist das eigentlich mit der großen, hochversicherten Kunst, wenn man sie zurück auf die Straße holt, wie das damals Dürer ja auch gemacht hatte. Hatte seine Arbeiten, vor allen Dingen durch seine Frau, auf dem Markt in Nürnberg verkauft. Und die Reaktionen waren derart vehement. Die Leute haben bei der Zeitung angerufen, bei der Stadt angerufen, bei der Plakatierungsfirma angerufen. Erstmal war die zentrale Frage, wer bezahlt das? Das müssen die Leute wissen, weil sie eben die Litfaßsäule für eine offizielle Anschlagsäule halten. Und nach diesen guten Reaktionen, weil ich nicht wusste, sehen die Leute überhaupt sowas. Das wirbt nicht für ein Produkt, das wirbt nicht für eine Veranstaltung, sondern stellt eine Frage. Und da damals noch ein Maklerkongress gerade war in Nürnberg, das wusste ich nicht, kriegt es eine ganz besondere politische Bedeutung. Und dann wusste ich, das ist ein Weg, den kann man gehen in die Öffentlichkeit, was ich immer wollte. Dieses Bedürfnis, sich einzumischen, Demokratie zu leben, hat das auch was damit zu tun, dass Sie in der DDR aufgewachsen sind? Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich in Bitterfeld, das ist ein besonders ökologisch strapazierter Ort, aufgewachsen bin, weil ich auch als Kind immer unter Ungerechtigkeit eigentlich gelitten habe. Zeit des Stalinismus, eine besonders harte politische Zeit und wollte immer auch einen Beitrag, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, einen Beitrag zur Demokratie leisten, weil ich Demokratie sehr schätze, weil sie eben Leute wie mich auch erträgt. Trotz der vielen Prozesse, die ich hinter mich gebracht habe wegen meiner Plakate. Aber es ist die freieste Form und die muss man leben und man muss sie verteidigen. Und da muss der Bürger, die Bürgerin auch mal etwas dazu beitragen. Das kann man nicht den Politikern überlassen. Man kann auch nicht alle Versagenszustände bei den Politikern abladen. Das habe ich nie mitgemacht, sondern Beteiligung, einmischen ist mein Stichwort. Und das zweite Stichwort ist, nichts ist erledigt. Alle Dinge, das ist, wenn man hier die Plakate heute sieht, auch die ganz alten, die sind nicht erledigt. Die Themen, die da angesprochen werden, Mietenproblem, aktuell würden sie der Frauenzimmer vermieten, die ganzen Umweltfragen nicht gelöst, verschärfen sich zum großen Teil. Und auch eine bittere Bilanz, wenn Sie so wollen, dass die Ältesten aktuell nach 40 Jahren geblieben sind, wie sie am Anfang auch gedacht waren. Auf die Plakate kommen wir gleich noch zu sprechen. Sie haben die Prozesse angesprochen. Ich glaube, 41 Mal wurde versucht, Ihre Plakate zu verbieten. Das ist nicht gelungen. Macht Sie da stolz, dass Sie einerseits mit den Plakaten ja offensichtlich einen wunden Punkt getroffen haben und andererseits aber auch auf diesen Staat, wo der Rechtsstaat noch funktioniert? Naja, stolz nicht. Das erstmal, weil es so viel Arbeit gemacht hat. Und war ein enormes Risiko, denn Satire legt sich immer nur mit den Starken an. Schützt die Schwachen, bekämpft die Starken, die Konzerne, die große Organisationen aller Art, die meine Gegner waren. Trotzdem eine gewisse Genugtuung, dass man auch als David eine Chance gegen die Goliaths dieser Welt hat. Das, Befriedigung auch. Da die Arbeit nicht erledigt ist, wie mein nächster wirklich Gegner, nicht Feind, Gegner ist Amazon, die jetzt gerade versuchen, die Buch- und Verlagsbranche zu erpressen. Da muss man sich was einfallen lassen. Und wenn jetzt die Kirchenglocken noch dazu läuten, behaupte ich einfach mal, als Satiriker kann man das, habe ich auch den höheren Beistand und höheren Zuspruch. Herr Steeg, wie war in den 40 Jahren Ihre Erfahrung mit den Deutschen, wie die auf Satire reagieren? Und haben Sie dann nach der Wende auch einen Unterschied gemerkt zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen?
Also die Deutschen sind ja nicht unbedingt, wie sagt man heute, satireaffin, sondern sie haben schon ihre Schwierigkeiten. Aber meine vielen, vielen Erfahrungen der langen Zeit belegen eigentlich, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die das auch für ihre eigene Arbeit nutzen. Das war immer mein Ziel. Ich wollte immer so eine Art Demokratiebedarf herstellen, dass andere Leute mit den Argumenten, die in den Plakaten verpackt sind, etwas anstellen können. Und Bilder sind immer oft stärker als das, was man spricht. Die DDR war eigentlich ein Gebiet, wo man natürlich nicht öffentlich so viel machen konnte. Trotzdem ein paar Ausstellungen, doch indirekt irgendwie. Immer wieder sind zustande gekommen und die Sachen waren sehr verbreitet, weil die haben das zigfach kopiert. Ich habe auch jeder, der mir aus der DDR schrieb, immer zurückgeschrieben, immer Postkarten beigepackt und versucht, Plakate rüber zu schmuggeln. Auf den verschiedensten Wegen, die gab es ja. Und nein, deshalb kein Rückstand der DDR-Bürger, sondern im Gegenteil, es war eine freudige Wiederbegegnung, als wir dann vereinigt wurden, staatlich. Gut, jetzt werden wir uns gleich mal die 10 Motive, die ausgesucht wurden, die jetzt zu sehen sind in Berlin in den nächsten 3 Wochen. Herr Steeg, werden wir uns noch mal gemeinsam angucken. Liebe Zuschauer, wir nehmen Sie mit, also bleiben Sie dran bei Kiez Konkret.